Ja, was haben wir hier überhaupt für ein Schiff? Also die Jäger ist ein ganz, ganz klassischer Torpedo-DD. Also an alle die, die schon immer mal Hoffnung hatten, mal eine coole Benham zu fahren, die haben jetzt hier die Möglichkeit, mit der Jäger ordentlich Torpedos ins Wasser zu setzen. Das macht auch prinzipiell Spaß. Aber lasst uns erstmal vielleicht mal durch das Schiff durchgehen und dann schauen wir uns am Ende an, wie mein Fazit dazu ist. Also panzerungstechnisch, glaube ich, müssen wir hier nicht, muss ich euch jetzt hier nicht viel dazu sagen. Was aber auf jeden Fall zu erwähnen ist, und das seht ihr hier, wenn ihr von der Seite auf das Schiff drauf schaut, ist, dass ihr tatsächlich ein relativ schmales, schwer zu treffendes Schifflein habt. Bedeutet, wenn ihr dodgen könnt und auch einigermaßen in Entfernung seid zu Gegnern, dann ist es durchaus möglich, hier mit den ein oder anderen Schuss mal zu dodgen, denn ihr seid nämlich nicht megamäßig groß. Trotzdem keine besondere Panzerung. Ihr habt 19.050 Leben geskillt. Dreimal Hauptbatterie, das ist überhaupt gar nichts. Also Hauptbatterie, da will ich eigentlich nur so viel dazu sagen, dass ihr mit der Jäger mit der Hauptbatterie nichts anfangen könnt. Wenn ihr natürlich auf den DD trefft, dann müsst ihr ja mit der Hauptbatterie irgendwas machen, aber es ist schwer, damit einen gegnerischen DD rauszunehmen. Das Herzstück des Dings oder der Jäger sind eindeutig die Torpedos. Ja? Ihr habt 95 oder 90 Knoten Torpedos, 1,8 Kilometer Erkennbarkeit. Das ist okay für den Speed mit 7500 Höchstschaden und 12 Kilometer Range. Das sind also im Gro sehr, sehr gute Torpedos. Die machen nicht megamäßig viel Damage, aber wirklich sehr, sehr gute Torpedos. Und davon habt ihr halt 12 Stück, die halt auch sehr, sehr schnell nachladen. 65 Sekunden, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schnell. Fällt mir jetzt auf Anhieb kein Schiff ein, was so tolle oder zumindest so gut und viele einzusetzende Torpedos hat, wenn es nicht gerade eine Benham ist. Shimakaze etc., da wartest du ja auch ewig und drei Tage drauf, bis du da Torpedos hast. Mit der Jäger hier an der Stelle nicht. Das sind alles die geskillten Werte mit Modulen, aber natürlich ohne Adrenalinrausch. Ja, also wenn ihr kurz vorm Abnippeln seid, Leute, dann habt ihr mit dem Schiff hier 55 Sekunden. Wenn das mal hochkommt, vielleicht 53, vielleicht 54 Sekunden auf den Torpedos. Das ist natürlich nochmal deutlich besser. Wasserbomben habt ihr auch. Anzahl der Ladung 2, Bomben in der Ladung 6, aber 5100 Höchstschaden. Also prinzipiell vollkommen in Ordnung, die Wasserbomben. Flugabwehr ist sehr schlecht. Also eine der schlechtesten Flugabwehren, die sich mir bis jetzt überhaupt begegnet ist. Hier gibt es ein ganz großes Problem, also nicht nur gegen Flugzeuge seid ihr anfällig, sondern auch beispielsweise, wenn der gegnerische Carrier euch mal einen Jäger über den Kopf setzt, werdet ihr Probleme haben, den überhaupt abzuschießen. Das wird damit 29 kontinuierlichen Schaden mehr schwerlich hinkriegen. Manövrierbarkeit ist gut, 38,9 Knoten, 670 Meter, Ruderstellzeit 3,7 passt, Verborgenheit ist auch exzellent, 5,4 Kilometer. Also ein ganz, ganz klassischer Top-DD. So viel dazu. Wie ist denn die Jäger so? Spannend auf jeden Fall. Also die Jäger ist auf jeden Fall spannend, wie ich persönlich finde. Das ist, ich bin noch nicht da, dass ich sagen würde, dass das ein guter DD ist. Ich glaube, so weit sind wir hier noch nicht. Aber ist auf jeden Fall schon mal ein spannendes Schiff. Die Torpedos, also so viele Torpedos zu setzen, ist schon lustig, Leute. Ist schon so ein kleines Funboot, nicht? Man muss halt nur mal gucken, eine Black beispielsweise, die isst uns halt auch wieder lebendig, ne? Das ist halt... Tja. Kommt die Iowa. Johannes. Da ist die Black. Herzlichen Glückwunsch. Der hat Motorausfall. Vielleicht trifft ja irgendeiner von den ganzen Torps da. Ich habe den da gesetzt, jede Menge Kretzer. Mal schauen. Nix. Och Mensch.
Doch, irgendwas hat getroffen, aber bestimmt nicht auf die Black. Der zieht mir nach Jorn oder Buffalo aus. Mach vor allem eine Buffalo, Leute. Haben sie sich ja wieder reingesetzt hier mit ihren ganzen Schiffen, Junge, Wahnsinn. Also ich muss auf jeden Fall weg, ne? Das ist Doppel-Raider. Plus zwei Cruiser. Ja, ich glaube, die Buffalo hat den gefressen, ja. Den Top. So, Raider. Die Sonne. I need help. Der ist ja dermaßen schnell, Leute. Die DeWitt da hinten. Wenn die Buffalo da rumkommt, dann... Ist halt auch nicht mehr so gut, aber hier hält er jetzt ja erstmal an. Also hier haben wir jetzt auf jeden Fall Range auf ihn. Wenn wir jetzt hier stehen bleiben, dann hier wird der ja sicherlich an der Insel dran hocken bleiben. Und zwar genau so. Einen Brand von mir gekriegt. Geht jetzt erstmal zu, das ist in Ordnung. Also die Amalfi und die Iowa werden dem halt ordentlich in den Rücken kommen. Und in den Rücken fallen. Ja. Die ist ja durch die Mitte da gefahren, das ist ja eine wilde Taktik, wa? Hat anscheinend funktioniert, von daher bin ich zu. Irgendwie hat's geklappt, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Ja. Meine gut, die Iowa ist auch tot, aber... Aber er ist durch die Mitte gefahren. Er hat sich die Mitte angeschaut. Da ist das Wasser ganz klar, Max, weißt du? Das ist da ganz klar. Hm. Schade, Johann geht nicht raus, ne? Hat nur ein Flooding gekriegt von mir. Doch, geht raus. Nice. Auch mal nicht schlecht. So, gut, dann... Black hat da wieder gesmoked. Ein bisschen Schiss da über außen, ne? Wenn die Buffalo wieder ja wild sein will mit uns, dann. Die Black auch, ne? Ich mach den Turn rechts um nicht. Das wäre zu wild. Ja, stehen wir nämlich hier schön im Raider drin, das müssen wir nicht. Iowa kommt nicht, schade. Oder zu langsam. Rex hat schon noch eine Weile gewartet, Leute. Der war im Indicator, war der so, dass der eigentlich da kommen wollte, irgendwann um die Ecke. Aber dann hat er ordentlich angehalten. Gut. Okay, ist ja jetzt ist ja schon mal nicht schlecht. Alles in Ordnung. Mitte pushen sie uns jetzt ziemlich krass. Aber dafür haben wir jetzt hier außen nur noch eine Buffalo und eine Iowa. Ja, die Iowa, also sage ich nämlich, der fährt jetzt rückwärts. Dann fährt er natürlich in keine Torps rein. Ja, das ist logisch. In der Findungsphase. Ja, genau. In der Findungsphase. Leute, nicht vergessen, Ausrufezeichen, Conti in den Chat und... Achso, ich wollte ja eigentlich schon auflösen, ne? Egal, jetzt nach der Runde, erinnert mich mal dran, ne? Diesmal gibt's wirklich was zu gewinnen. Ich hab schon lange genug gewartet. Also die Buffalo steht genau hier. Also rechts, der rechte Ping. Ja, klar.
Ja, lass sie da. Ich meine, die Turpets und so, die kommen ja da alle an. Lass sie da. Das, lass sie stehen da. Das ist. Pff, ganz ehrlich. Für mich ist das. Viel besser kann es nicht laufen, eigentlich. Ich habe das Gefühl, irgendwie machen die ganz relativ viel. Ach so, Brandwahrscheinlichkeit 13%. Ja, das ist ja auch gar nicht so wenig. Wenn es jetzt einer von den Torps trifft, ja, oh, na das ist aber großzügig. Wir müssen Richtung Mittelcap, Max. Und wie wir Richtung Mittelcap müssen. Habe ich ja schon ein bisschen Schiss davor. Sag ich mal so, wie es ist, ne? Marseille hat sich da jetzt auch gut reingebockt. Problem ist, ich weiß nicht, wie ich mich da ins Cap reinstellen soll, dass ich das Cap blocke, aber nicht sterbe, Leute. Also, ich werde nichts sagen, aber ich glaube, das ist so eine utopische Meisterleistung, die wir nicht hinkriegen werden. Ja, Hydro. Nice. Von der Marseille das Hydro. Mhm. Schöne Venezia-Schelle, jawoll. Das war's schon. Vorbei. Ja. Hat sich gelohnt, dass wir da den Try versucht haben. Jetzt ist die Runde aber durch. Das A-Cap haben wir hergegeben. Auf der anderen Seite kommen sie irgendwie noch rein, aber wenn das A-Cap einmal tickt für die Gegner, dann ist die Runde eigentlich durch. Da sehe ich keine Chance mehr. Schiffe waren da, aber die stehen von uns alle irgendwie so ein bisschen kacke. Also, dass wir ja auch unsere Desmo da hinten jetzt gegen die Buffalo fightet, also ist halt ein bisschen wenig, Leute, dann, ne? Man muss halt in diesem Pickup-Modus musst du halt immer aufpassen, dass du halt in die Mitte dann fährst. Zum gegebenen Zeitpunkt. Ansonsten ist halt vorbei, ne? Immer auch eine ganz gute Divi da, sehe ich gerade. FFXV, was sind das für Leute? Kennt ihr die? Ich nicht. Nein. Schade, ja. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Jedenfalls schade. Zero, herzlich willkommen. Grüß dich. Welcher Zug denn, lieber Uwe? Wo geht's denn hin? Kommst du zu mir? Oder wo geht's hin? Das war eigentlich, ich sag euch ganz ehrlich, also bis jetzt, die Jäger, die macht mir schon Spaß. Also wirklich, ohne Witz jetzt, die ist schon, das ist schon geil, was man hier macht. Das Problem ist nur, du hast halt, ja, du bist halt exorbitant doll aufs Team angewiesen, weil es halt ein Torpedo-DD ist. Und mit einem Torpedo-DD kannst du halt nicht so dich positionieren wie mit einem guten Allrounder oder mit einem Gunboat. Das klappt halt dann nicht. Kannst halt da nicht einfach so die DDs rauspushen oder Gas geben, ne? Jetzt hier auch, wir haben 4 Schiffe gegen 5. Da ist eigentlich überhaupt noch gar nichts entschieden, aber die stehen halt in der Mitte, das Cap kippt durch und dann ist es vorbei, ne? Schade. Schade Banane. Ja, ja. 42.000 ist jetzt auch nicht so sonderlich geil. Boah, 700 Base, naja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glühstrumpf.
Aber Spaß machen tut's schon irgendwie. So. Dann, wir ziehen mal einen Gewinner. Wupp. Wupp. Gewonnen hat der Wusel. Herzlichen Glückwunsch, Wusel. Meld dich mal im Chat. Dann wünsche ich dir, dass da ein schönes Schiff drin ist in deinem Container. Hoffentlich ein schönes. Hoffentlich ein schönes. So. Da ist er. Sehr schön. Wusel, grüße dich. Herzlichen Glückwunsch, Wusel. Herzlichen Glückwunsch. So. Viel Spaß beim Einlösen. Und wir machen weiter mit der Jäger. Also so ein kleines Zwischenfazit vielleicht auch an der Stelle. Ja, das Schiff ist... Also... Ja, was... Ist halt so wie erwartet, ne? Also, ist halt keine Benham, aber die Torps sind nice. Also, die Torps machen schon Bock. Dies ist halt nur, die Frage, inwieweit man damit, so wie halt gesagt, Games so bestimmen kann, ne? Ich meine, ihr wisst selber, also, gibt nicht viel bessere DD-Fahrer als mich und ich tue mich halt hier schwer gegen eine Z46. Und wenn ihr euch halt schon gegen eine Z46 schwer tut, dann... muss man ein guter Gegner kommen, ein guter DD und dann wird es halt nochmal schwieriger, nicht? Von daher, das ist schon nicht so einfach im Regelfall. Wenn euch das nicht so wichtig ist, dass ihr jede Runde immer entscheiden müsst oder auch gar nicht wollt, sondern weil ihr mehr so einen Zerstörer haben wollt, der auch ja einfach gut fährt an der Stelle, ne, vielleicht... Dann überhaupt gar kein Thema. Kann man das easy machen. Und ich glaube auch, ohne das ist das schon ein Schiff, was man öfter mal fahren kann. Aber ich, also die Jäger, meiner Ansicht nach, würde ich halt, also ist halt für mich entweder eine Doppel-Divi oder eine Dreier-Divi-Pflicht. Ist halt für mich ein ganz klares Divi-Schiff. Weil ihr seid halt schon darauf angewiesen, dass halt Damage kommt auf die gegnerischen DDs. Der kann nicht von euch kommen. Dazu habt ihr einfach... Dazu kommt von euch viel zu wenig, ja. Weil selbst jetzt hier eine Hellfort, Leute. Selbst jetzt hier eine Hellfort ist... Ich weiß nicht, ob ich eine Hellfort 1v1 fighten möchte, Leute. Eine Kita, da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Aber eine Hellfort, Leute... Weiß ich nicht, ja. Weiß ich nicht. Also... Na. Nein, Martin, es kommt ja nicht darauf an, du bist nicht der Torp-DD-Fahrer, also ich, Shima Yogumo, das kriege ich schon ganz gut hin, so mit der Haaland hatte ich lange Zeit war ich lange Zeit auf, als das Schiff rausgekommen ist, hatte ich den siebentbesten Schaden in der EU damals, das waren 280.000 Schaden oder so, müsst da ganz, ganz lange zurückscrollen, aber da gibt es auch ein Video davon, ja, da sah ich noch richtig jung aus. Also, Torp-DD fahren ist schon möglich. Das Thema ist halt nur, wie gesagt, ne, du kannst halt mit einem Torp-DD nicht mal halbwegs so viel anstellen, wie halt mit einem guten Allrounder oder mit einem guten Gun-DD, ne? Dir fehlt halt einfach das strategische Positioning. Das kannst du halt einfach nicht machen. Da beißt sich halt dann der Dackel in den Schwanz. Also, ich meine, Torp-DDs fahren schön... Und gut, aber als DD wird halt das nun mal von euch erwartet, Leute. Dass ihr gegnerische DDs, wenn nicht selber gut bekämpft, dann aber zumindest so gut weghaltet und so gut, ja, so gut auf die Schaden macht, dass er halt von den anderen rausgeschossen werden können. Gar nichts machen ist halt immer so ein bisschen... Ja, das Schiff, das macht auch nicht nichts. Also es macht schon was, aber... Ich stelle die Behauptung auf, dass der DD in D ist. Ja, die Behauptung wird sicherlich stimmen, ja. Das ist gut, dass weil ich noch nicht offen bin. Gut, dass er wieder rausgefahren ist, das ist doch top. Ja, es ist natürlich für uns jetzt hier extrem kacke. Die fahren alle Richtung D und wir sind nicht Richtung D gefahren, aber das
Das ist jedes Mal hier auf der Map, Leute. Das ist... Sonst ist man immer da gespawnt, jetzt spawnt man hier außen, ja? Und wenn du da außen spawnst, dann hast du hier runter zu dackeln. Da brauchst du da nicht in die Mitte zu fahren. Da fährst du einen Umweg. Das ist ja völliger Quatsch. Und Kita ist drüben, dann ist die Herford bei dir, ja. Ich werde mal versuchen, dass ich hier irgendwie an den Engel rankomme, dass ich die vielleicht ein bisschen zu Tode torpen kann. Mal sehen. Ich weiß noch nicht genau, welcher Engel das wird, aber... Müssen wir mal gucken. Ich guck, dass ich den vielleicht von OM rausfokusse. Ja, mach mal. Ist halt eine Sinop, ne? Eine Sinop ist jetzt nicht ganz so mega nice zu fokussen. Schon an zu kiten. Schade, Banane. Sind das Santander und eine Baltimore, ne? Gut, die haben da auch schon einen verloren. Ich glaube, die pushen bei dir einfach alle durch, ne? Das sieht so aus, wie vier Schiffe pushen da durch und dann... Und vorbei. So sieht es so ein bisschen danach aus. Vier Schiffe fahren durch und vorbei. Shit. Sorry, Kaiser. Ja. Guten Abend. Guten Abend. Hallöche. Real Cyrus. Ich hoffe, dir geht's gut. Gegnerische Schlachtschiff zerstört. Ja. Jo, immer drück. Mein lieber Max, immer drück, gib ihm, Junge. Alle PS, die du hast. Ich würde jetzt hier wieder nach hinten und dann durch die Lücke. Echt? Nee, komm doch zu mir mit dir. Und da hinten die Elfort ist. Jetzt haben wir wieder ein Problem, Leute. Ja, na, dann unterstützt halt mal, Leute. Mein Gott. Please. Leute, das ist doch ganz, ja, das ist... Natürlich kommt er mit den Planes. Ja, dann war's das, Leute. Wegen der Ibuki da unten.
Kommt irgendjemand? Schröder, ja, kill ihn. Please. Ich darf nicht ballern gegen die Buki, der killt mich ansonsten. Ja, gut, okay, jetzt fährt er nie. Der wäre eh in die Tops noch reingeböllert. Okay. Ey, haben wir hingekriegt, sehr schön. Junge, 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 ey. Eine Hellfort, Leute. Das war der Kampf des Todes. Shit, da ist 1600, ja, da war es das ja auch für dich. Boah, ja. Ich hoffe, das hat deine Lebensqualität nochmal ein bisschen verbessert. Ja, nee, ja, läuft. Max, ey, danke schön. Ja, nee, das ist doch. Das ist top, ja, nee, super. Super, wunderbar. Genau so, ne? Scheiße. Ja, Alaska pullt natürlich Insta-Raider, Junge. Lass mich doch in Frieden, ey, ist doch Wahnsinn. Sogar die Türpe. Also Leute, ich binde hier, ich weiß nicht wie viele Leute, ne? Aber unser Team schafft es trotzdem nicht, an Cap zu holen. Es ist Wahnsinn. C haben sie nicht, B haben sie nicht. Es reicht halt, ja, es reicht halt wieder nicht. Es reicht halt wieder nicht. Es reicht halt einfach nicht, ne? Ja. Wie toppen wir den jetzt am besten, Leute? Also er wird da sicherlich noch ein bisschen reindrehen, oder? Wenn wir jetzt einfach immer Torps da. Alle paar Sekunden kriegt er jetzt ein Set und dann... Ja, gegnerisches Team steht kurz vor dem Sieg. Das ist ja ganz toll. Wie ich das liebe, wenn das gegnerische Team kurz vor dem Sieg steht. Ja, Arschgeigen. Na, noch ein Top-Treffer? Nee, leider nicht. Die hier vielleicht. Naja, wenn wir Glück haben, Leute. Wenn wir Glück haben, kriegt er vielleicht ein Perma-Flooding. Nee, die hat er gerochen, die Viecher. Oh, ganz knapp. Ganz. Oh, nee, doch, der tritt. Oh, ja, Perma-Flooding. Oh, 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 oh. Dreht er natürlich komplett ab zu uns hier. Klar, hat er nämlich gerochen, weil die Tops jetzt hier von unten kommen. Ja, ja. Da wieder. Einmal einen Nebel, Leute, hätte ich ihm bestimmt auch schon, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie viele Brände gemacht. So, wir machen mal gleich mal einen Fullstop, weil er wird schießen. Genau. Schön gedodged, easy. So, 3, 2, 1. War zu spät. Ich habe mich verzählt, Leute. Aber er trifft trotzdem nicht. Gut, dass der Raider Cruiser auch nichts trifft. Das ist eh immer top. So soll es sein am Ende. Niederlage. Nice. Die Tops hätten sogar noch getroffen da. Ich glaube, der. Ja, beschäftigt haben wir die genug, ne? Aber. Hat wieder nicht ausgereicht, um hier einen Cap zu holen, beziehungsweise um die Runde zu gewinnen. Es waren jetzt 901 Base, Leute.
Ja. Wie viel Damage? 84.000, ja. So viel Damage ist das gar nicht, ne? Trotzdem. Die Runde war toll. Die Runde war toll, aber... Ja. Irgendwie doch noch nicht so... Noch nicht so bei 120% angekommen, das Schiff, habe ich das Gefühl. King Toasty, mein Lieber, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und Dankeschön für den Raid. Ich hoffe, du hattest einen schönen Stream. Herzlich willkommen an dich und deine zwei Zuschauer. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend. Und ich heiße euch jetzt herzlich willkommen hier bei uns. Wir schauen uns gerade die Jäger an. Das ist so ein neues Schiff, was demnächst kommen wird. Und zwar für eine Kampagne, so wie bei der Brisbane. Wie genau, müssen wir mal gucken. Aber ungefähr so wird die aussehen. Booster-LP, ja, herzlich willkommen. Ja, also, der Reload, ja, war, genau, ne, also, 4,1 Sekunden, ja, war, also, es war ein Kampf um Leben und Tod, will ich dazu mal sagen, so, ein Kampf um Leben und Tod. Ich habe vor der Runde, habe ich noch rumgespäßelt, ich weiß nicht, ob ich die Hellford 1v1 fighten will, genau dazu ist es natürlich gekommen. Natürlich. Eigentlich macht die ganz wenig DPM. Du hattest nur zwischendrin immer mal nur mit zwei Guns geschossen irgendwie. Mit deinen Main Guns. Dann hattest du auch mal daneben geschossen und so. Und ich war halt die ganze Zeit im Kite und du hast mich halt gepusht. Das darf man halt auch nicht vergessen. Dadurch war es halt auch für mich einfacher, dich mal zu treffen, ne? Aber am Ende war es ja trotzdem so, dass ich 1000 Leben hatte und gerade so gewonnen habe. Also... Wenn es ausgeglichene Bedingungen gewesen wären, hättest du Haus hoch gewonnen, sage ich mal. Ne? Also hättest du mich nicht im Kite erwischt, sondern halt im direkten Aufeinanderfahren. Da hätte ich das nicht geschafft, so. Mit dem Kudder hier. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein Auto, Leute, oder so, ne? Seht ihr das hier? Die beiden Scheinwerfer. Der Kühlergrill hier unten. Irgendwie so ein kleines lächelndes Auto oder so. Ist das so gewollt? Ich weiß auch nicht. Naja, komm, eine Runde können wir auf jeden Fall noch fahren. Mit der Jäger. Würde ich mal sagen. Genau, und wenn ihr mitfahren wollt, Leute, ihr seid herzlich willkommen, ne? Also Ausrufezeichen Discord, wenn ihr mit uns quatschen wollt, mit Max und mir. Max ist ja jetzt noch gerade mit dabei. Aber auch so, ihr seid herzlich eingeladen. Am Mittwoch machen wir ja immer mit Divi fahren und mit allem. Also, wenn ihr Lust habt, dann... Sehr gerne. Kuckuck. 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 Ja. Swaley, danke dir. Und einen schönen guten Abend gewünscht, lieber Swaley. Herzlich willkommen. Schön, dich kennenzulernen. Und Eifelkrieger, auch einen schönen guten Abend an dich. Herzlich willkommen. Die Schlacht beginnt. Naja, ich... Ich will halt euch, also ich... Also, womit ich mich halt auch schwer tue, ist zu sagen, dass jetzt mit der Benham die Runden gewonnen worden wären. Also das will ich jetzt auch nicht sagen, ja. Also die Benham hat genau die gleichen Probleme wie das Ding hier, also, wisst ihr, wie ich meine? Von daher bin ich mir da gar nicht so richtig sicher. B oder C? Ich gehe zu B, sorry. Ich wollte eigentlich C anfahren, aber habe ich gerade gesehen, dass das gar nicht geht, weil da ist ja, die haben ja hier gar kein DD. Danke für den Tipp. Ich fahre aber nach außen, ich fahre nicht direkt das Cap an. Einen entspannten Abend. Wie sieht's aus? Einen entspannten. Hornet beispielsweise und dann ja auch gegen Shima, Götland, Seattle, gut, vor allem Moskva Raider, da wollen wir nicht unbedingt gleich das Cap anfahren. Das ist dann doch ein bisschen viel vielleicht.
setzen da mal irgendwie Torps durch. Mal gucken. Vielleicht treffen wir damit was. Ja, der Reload auf den Torps ist schon nice, ne, Leute? Also hier die 60 Sekunden oder 65. Das ist schon stark, ne? Muss man einfach mal so sagen. Und ich meine, klar, wenn man jetzt hier den verbesserten Kapitän drauf hätte, den habe ich jetzt nicht, weil ich den auf anderen Schiffen nutze und der jetzt hier die falsche Skillung hätte für ihn hier, dann würde das natürlich auch nochmal was bringen, ne? Die Torpedotreffer etc., das macht ja halt schon viel auf dem Schiff. Vor allem auch der verbesserte Adrenalinrausch, das bringt dann schon nochmal 10% Performance pro Runde, würde ich schon sagen, locker. Und von daher, aber hat ja auch nicht jeder den Kapitän. Hat ja auch nicht jeder. Ist ja auch mal in Ordnung, glaube ich. GK. Oh, die drei gehen schon gegen die Insel gegen. Ärgerlich. Ärgerlich. Was mir halt tatsächlich wirklich fehlt, ist halt der Nebel, ne? Also, weil der Nebel ermöglicht euch halt das Aufsmoken und Ballern. Und das ist halt auch einfach, das ist halt einfach was wert, Leute, ja? Hört sich vielleicht blöd an so, aber es ist halt wirklich was wert. Ich weiß nicht, wir haben jetzt da jemanden, der ist komplett über das Ding rüber geflogen. Der Carrier hat nichts aufgemacht. Okay, der Kurfürst pusht halt rein. Wenn der Kurfürst reinpusht, kann ich das Cap natürlich nicht holen. Aber da sollten wir ja vielleicht was gegen machen können, gegen so einen wilden Kurfürsten dort, ne? Oh, wir haben sogar mal einen Torpedotreffer gemacht. Wow. Wahnsinn. GK pusht noch weiter. Noch weiter, noch weiter. Okay. Scheint pusht er jetzt komplett raus. Was die Torps sagen. Bin die auf jeden Fall predicted. Die sehen gut aus, ne? Die sehen schon ganz gut aus. Mhm. Lieber GK. Das ist halt geil, also wenn ihr halt wisst, wie ihr Torpedos zu setzen habt, beispielsweise bei Turnouts oder Turn-Ins oder so von Schiffen, könnt ihr das halt predikten. Das ist halt, bei langsamen Torpedos ist es halt immer Glücksspiel, aber umso schneller die Torpedos werden, umso mehr könnt ihr halt genau sagen, wo das Schiff dann halt sein wird, weil ihr halt dann, keine Ahnung, aus 6, 7 Kilometern habt ihr ja nur 30 Sekunden, dann sind die Schiffe, dann sind die Torpedos ja schon da. Und der macht ja seinen Turn nicht innerhalb von 30 Sekunden fertig und turnt dann wieder in die andere Richtung, ja. Von daher, das klappt halt sehr gut. Das klappt halt auch mit der Haaland sehr gut. Und das sind ja hier am Ende dieselben Torpedos, nur halt mit wenig Schaden, ne. So, ich fahre mal ins Cap jetzt. Langsam Zeit, glaube ich. Der Raider. Naja, gut, Türpitz ist auch schon fast tot. Schmeißen sich alle ganz schön rein, ne? Die Jungs da. Unser Team hat die Führung übernommen. Maschinenboost deaktiviert. Genau. Da trifft auch auf jeden Fall nochmal einer. Das ist auch nicht schlecht. Schade, ne? Wenn die halt rausfahren, dann haben sie halt sehr viel Zeit, die Torpedos zu dodgen. Und dann trifft es halt immer nur einen oder so. Noch nice, dass das Schiff 12 Kilometer gekriegt hat. Hätten sie auch, keine Ahnung. Benem hat halt 10,5, ne? Wenn ihr euch das jetzt mal so anschaut, ich meine, klar, die Benem hat halt, wie gesagt, auch einen Nebel, das heißt, ihr könnt eh dicht daran, aber
wenn ihr euch das mal so im Allgemeinen anschaut, ist es halt auch schon, ne, mit Radar, mit den Carriern, jetzt kommt hier wieder ein Carrier angeflogen. Da ist das schon nicht schlecht, wenn ihr mal ein bisschen mehr Range habt. Kommen jetzt hier wieder nicht durch. Widgeter lockt das weiterhin. Müssen mal gucken, dass wir vielleicht irgendwie nochmal über außen jetzt hier nochmal irgendwie zum Zuge kommen. Oh, was denn nun? Ich hab meine Maus wieder nicht mehr, oder was? Ja. Maus aufgehängt, Leute. Nee, kein Nebel. Kein Nebel, genau. Kein Nebel. Nix. Ja, Moskva Raider ist schon nochmal ein anderes Raider, ne Leute? Habt ihr gesehen hier? Moskva ist halt nicht so eine Wichita, der trifft halt auch mal. Und dann plötzlich, dann wird's wild. Hier beispielsweise auch so ein klassisches Problem von Torpedo-DDs meiner Ansicht nach ist, dass ihr, wenn ihr euch einmal so positioniert, dass halt euer Team wirklich einen Mehrwert davon habt, sprich ihr fahrt mal einen Cap an etc., dass... Ach Gott, ja, der fährt in alle Tops rein, ne? Na klar. Ja, Austin. Ja, top Austin, top. Dann gebt ihr natürlich euren Torpedo-Angle auf. Das ist bei Guns ist das nicht so wichtig. Wenn ihr mit HE schießt, Leute, schießt ihr hier über Inseln rüber. Hauptsache ihr trefft das Schiff, ja. Das ist dann erstmal relativ egal. Bei Torpedos müsst ihr immer einen guten Angle haben, ja. Also da ist es nicht so. Wenn ich jetzt hier unten von der Flanke die ganze Zeit getorpt hätte, Leute, hätte ich jetzt hier schon, keine Ahnung. Also auf jeden Fall deutlich mehr Damage als das, was ich jetzt habe. Ne? Rammen die sich? Jo. Digga, die rammen sich einfach. Der rammt ihn weg, Junge. Bam, weggerammt, vorbei. Da steht ein Shimakaze einfach so AFK, Leute. Meine Chance, nochmal ein bisschen Damage zu machen. Puh. AFK Shima. Läuft da der Hobel. Sehr schön. Top. 67.000 haben wir geschafft. Das ist auch alles andere als gut. Also ihr merkt auch, der Average ist, also auch für ein Rang 9er Schiff, weiß ich nicht. Also der Average ist jetzt nicht megamäßig hoch, ne? Das ist schon, ist okay, aber ist jetzt auch nicht megamäßig hoch. Ja, muss ich so mal so sagen. So, und dann vielleicht zum Fazit von der Jäger. Was ich von dem Schiff halte, nun, also ihr habt ganz klare Stärken und Schwächen, so wie bei einem ganz klar fokussierten Torpedo-DD eigentlich schon immer gewollt von World of Warships, sind eure Stärken ganz klar eindeutig, dass ihr sehr, sehr gut natürlich gegen alles seid, was nicht unbedingt großartig wendig ist und keine Hydro hat, also gegen jede Art von Schlachtschiffen, gegen...
Von mir aus auch pushende Supercruiser, die kein Hydro haben, seid ihr halt sehr, sehr gut. Ja? Weil ihr da halt wirklich gut Torpedos anbringen könnt, gut Torpedos setzen könnt und damit auch Schaden macht, ohne Frage. Das Problem ist nur, und das ist halt eine ganz klare Schwäche, ist, dass ihr halt durch den allgemeinen Spielstil, den ihr habt, halt wenig Leben, wenig Utility. Ihr seid halt sehr stark auf Torpedos fokussiert, halt auch im Allgemeinen so die klassischen DD-Rollen nur schwerlich erfüllen könnt, ja. Wenn ein Carrier dabei ist, sobald ein gegnerischer DD dabei ist, und ist er auf jeden Fall dabei, wenn ihr in eine Runde startet, habt ihr Probleme, den zu killen. Eigentlich im Regelfall habt ihr Probleme, jegliche Art von Zerstörer zu killen. Im Rang 9, so wenig Gun Reload, wie ihr habt. Dann habt ihr, vielleicht auch nochmal ganz, ganz wichtig zu erwähnen, ihr habt keinen Nebel, ihr habt nur Heals. Das ist auch, die sind auch wichtig, ja. Ihr kommt insgesamt dann auf, ich glaube, 3000 machen die pro Heal, ne? Also könnt ihr euch ausrechnen. Ist jetzt auch nicht megamäßig viel Leben auf das, was ihr dann da kommt. Aber ey, immerhin mehr als vorher. Das Problem ist nur, ihr könnt halt so dann auch schwerlich gegen einen Carrier etc., gegen einen gegnerischen DD überhaupt einen Cap anfahren. Und Cappen ist halt auch eine Rolle, die von euch, wenn ihr Runden gewinnen wollt, als DD einfach erwartet wird, Leute. Wenn ihr es nicht tut, fahrt ihr nur über Flanks, macht nur eure Torpedos, ist eure Winrate, ich würde sagen, im Schnitt locker 5% schlechter. Cappen ist, gehört halt einfach mit dazu. Müsst ihr halt machen. Wenn das euer Schiff halt nicht kann oder nicht dafür ausgelegt ist, ist das eine ganz klare Schwäche. Ist das jetzt stark oder schwach? Also, weder noch, würde ich sagen. Also, ihr habt hier ein eindeutig cooles Spaßboot, was mir auch selber persönlich sehr viel Spaß macht, sage ich euch so, wie es ist, obwohl ich es selbst hiermit nicht schaffe, sonderlich entscheidend zu sein in den Runden, aus besagten Gründen, weil ihr halt gegen gegnerische DDs und halt nicht cappen könnt. Nichtsdestotrotz macht das Boot Spaß. Kommt ein bisschen darauf an, wie der genau das im Event kommt. Das werden wir uns dann nochmal anschauen, sobald das Event dann dazu da ist. Ob das sehr teuer ist, die Jäger hier, oder wie auch immer. Aber prinzipiell ist das ein Schiff, was so, wie es dasteht, wirklich echt Bock macht. Und eindeutig auch eine große Anhängerschaft hat. Leute hat, die also denen das Spaß macht. Joa. Ich würde, wie gesagt, halt sagen, es ist weder stark noch schwach. Es ist schon ziemlich klar dazwischen irgendwo, auf Grundlage der Schwächen. Vor allem halt auch Schwächen, die klar begründet und auch klar so gegen einen wirklich meiner Ansicht nach sehr guten DD halt sprechen. Aber das ist trotzdem ein Schiff, was Spaß macht. Da, glaube ich, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ja, hoffe, hat euch gefallen. Hey Leute, und wenn ihr mich live in Action sehen wollt, schaut mal bitte nach unten. Der Twitch-Link ist da unten verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn ich euch mal live begrüßen könnte. Danke.